Hallo liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen in der neuen Handelswoche zu den heutigen Handelsideen hier mit mir, Mike Seidel und Tikmil, dem Broker für Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Ich freue mich, hier wieder viele begrüßen zu dürfen an den Bildschirmen, auch live dabei hier, Ludger, guten Morgen, in der morgendlichen Besprechung. Nachdem ich den Blog für Sie auch vorbereitet und eingestellt habe, die Handelsideen hier heute mal wieder im Nikkei, im WTI und im US-Dollar-japanischen Yen, so rum. Holger, einen schönen guten Morgen. Ja, was geht dann an den Märkten? Wir werden es gleich sehen. Wir blicken in die Charts hinein. Vorab der Risikohinweis, das kennen Sie, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Sie sehen es im Blog. Für all diejenigen, die den Blog noch nicht kennen, ich zeige Ihnen gleich einmal noch den Weg, wie Sie hinkommen, wenn Sie den nicht direkt über das Tikmil Website-Portal hier auf Facebook öffnen, dann gehen Sie einfach auf die Website von Tikmil, auf die deutsche Seite. Da finden Sie auch alle Informationen rund um den Broker Tikmil, die Konditionen, die Konten, also alles gut und gut. Ich bin so leise, höre ich hier. Leute, ich mache mal Folgendes. Ich ziehe jetzt mal mein Mikrofon voll auf. So, wenn das hier nicht geht und ich bleibe so leise, ich stelle das Mikrofon jetzt mal auf, ich spreche jetzt mal extra laut. Ich habe das Mikrofon wirklich direkt vor meinem Mund stehen. Hier, ihr seht, ich hebe es mal ganz kurz hoch. Es steht direkt vor mir. Ich schaue da mal im Nachgang, wenn es so leise bleibt, direkt in den Einstellungen nach, ob da hardwaretechnisch, nein, softwaretechnisch noch irgendwas zu machen ist. Von der Seite her hoffe ich, dass das Ganze passt. Alexander, Elena, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Also ich spreche jetzt mal etwas lauter und dann schaue ich mal, ob es hier noch irgendwelche technischen Sachen gibt, wie ich das Mikrofon leiser, nein, lauter bekomme. Auf alle Fälle, ich sehe hier im System, das schlägt voll aus. Von der Seite her hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Okay, gut, also dann mal rein in die Handelsideen. Also wer sich hier nicht kennt, in den Blog einfach draufklicken und dann hier auf dieser Seite sehen Sie die aktuellen Handelsideen für heute. Nikkei, WTI, US-Dollar, japanischer Yen. Da können Sie schon vorlesen, was wir dann hier sozusagen alles miteinander besprechen werden. Elena, danke für die lieben Grüße. Von meiner Seite auch einen guten Start in die neue Woche und damit rein in die heutige Planung. Wir starten wie immer mit den Tagesnachrichten. Die letzte Wochenvorschau am Freitag hat gezeigt, so viele wahnsinnige Nachrichten warten diese Woche nicht auf uns. Das heißt, die Märkte sind mehr oder weniger ohne Nachrichten, ohne hochrelevante Nachrichten unterwegs. Von der Seite her können wir hier auf eine Woche bauen, die mehr oder weniger sich selbst bestimmt, wo vielleicht auch die Markttechnik, die Trendtechnik sehr, sehr viel und selbst auch mitmacht. Illimar, good morning, hello from Germany to you. Die Tagesnachrichten, also wir sehen es jetzt hier, es gab nicht wirklich viel. Heute Morgen gab es ein paar Indizes von investing.com zum US-Dollar, zum Gold, zum S&P 500, Euro-US-Dollar und US-Dollar japanischer Yen. Diese Nachrichten gab es, weil wir heute Japan auf der Uhr haben, heute Abend, also Nacht deutscher Zeit, gibt es das Thema Leistungsbilanz aus Japan und ansonsten, wie schon gesagt, so viel ist hier heute wirklich nicht los. Das heißt, wir können einfach in die Charts mit reingehen. Die öffne ich jetzt gleich auch mal für Sie und da haben wir schon den ersten Chart hier an dieser Stelle. Bevor wir in den Chart reingehen, von mir noch die Bitte, wenn jemand eine Frage hat, dann bitte einfach hier in den Chat auf Facebook reinposten, dass wir mal einen Wunschchart anschauen können. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. So, nun schauen wir mal auf den US-Dollar-japanischen Yen. Interessant hier der ganze Verlauf der letzten Bewegung. Wir haben jetzt hier übergeordnet diesen großen Aufwärtstrend, den habe ich Ihnen mal eingezeichnet. Der kommt aus der Woche her und da sehen wir auch sehr, sehr schön innerhalb dieses Trends, dieses großen Trends, das Zusammenfließen der unterschiedlichen Trendsgrößen innerhalb einer Zeiteinheit. Und was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen hier die letzte Bewegung, der letzte Bewegungstrend. Den habe ich jetzt mal für Sie hier Magentafarben eingezeichnet, weil der ist jetzt nicht so abgelaufen, wie wir das beispielsweise hier gesehen haben, dass wir wirklich auf Tagesbasis schön den Trendmarkt nach oben laufen haben und wir hier sehen, an dieser Stelle ist es gebrochen, da kam die Korrektur in Gange. Nein, das sehen wir hier nicht. Aus diesem Grund haben wir einfach mal die Stunde hier zu Rate genommen und ich mache mal ganz kurz die Stunde auf, damit Sie sehen können, was ich hier meine.
hier ist mal der grobe Verlauf in der Stunde, den ich hier eingezeichnet habe. Also das ist mal das, was wir auf Tagesbasis nach oben sehen, nach oben laufen haben. Und wenn wir jetzt diesen Markt hier offen haben, da wird es halt jetzt sehr, sehr interessant, was jetzt hier an dieser Stelle passiert. Weil wir sehen ja auf Tagesbasis, wenn ich das mal kurz etwas kleiner mache, der Tag ist ja schon, es ist ein ganzes Stückchen gelaufen. Ne? Hier sind wir übers Hoch drüber gelaufen. Die ganze Bewegung hier ist sehr, sehr weit gelaufen und irgendwann kann es passieren, dass hier eine Korrektur kommt oder der Markt läuft einfach noch weiter. Deswegen schauen wir einfach mal in die Stunde und wenn wir hier in der Stunde den Blick in diesen Markt haben, dann sehen wir momentan eine sehr, sehr tief fortgeschrittene Korrektur der letzten Bewegung, des letzten Bewegungsarmes hier entsprechend im Stundentrend. Wenn der Trend weiter stark bleibt, ja, dann kann es an dieser Stelle gut passieren, dass der Markt hier einfach wieder rumdreht und wir nach oben laufen. Das wäre dann die ganze Geschichte. Das Ganze in der Bewegung setzt sich fort. Das heißt, die Bewegung auf Tagesbasis bleibt hier am Laufen und auch natürlich der Bewegungstrend der Stunde bleibt hier am Laufen. Das heißt, hier können dann die Bewegungshändler, die kleineren Zeiteinheiten traden, beispielsweise einfach den Stundentrend nehmen und aus der Korrektur der Stunde hinaus nach oben traden. Und da haben wir dann auch die Anlaufpunkte hier oben an dieser Stelle, was wir halt auch sehen hier, so diese Marke um die 114.077. Dann haben wir hier oben noch so einen kleinen Haken oben geschlagen bei 114.440 und dann haben wir hier schon das Hoch bei 114.539. Das wäre für diejenigen, die sagen, gut, ich handle einfach mal ein Stück die Stunde hier nach oben. Für diejenigen von Ihnen, die das Ganze weiterhandeln wollen, in den Tageschart hinein. Ich lasse das mal ganz kurz klein, damit wir hier die Marken sehen, weil die sehen wir sonst, wenn ich groß zoome, nicht. Wir haben jetzt hier die Anlaufpunkte. Wenn wir über diesen Hochpunkt hier drüber hinausgehen, dann haben wir hier den nächsten. Wenn wir hier mal schauen, diesen Haken, der hier nach oben geschlagen wurde, bei ungefähr, wo steht der? Bei ungefähr 114, knapp 7. Und dann kommt hier oben schon das nächste, die nächsten Level, die nächsten Niveaus kommen hier um die Marke von 115, sag ich mal, 2 in diesem Bereich. Da ist auf der Oberseite so ein bisschen was zu holen, wenn der Markt entsprechend hier auch nach oben laufen kann, beziehungsweise sollte. Das ist mal der Blick nach oben hin, wenn die Bewegung sich einfach so fortsetzt. So, und jetzt sind wir aber, ich habe das ja gesagt auch, die Bewegung ist schon ein ganzes Stück weit gelaufen, ohne ordentlich zu korrigieren und irgendwann kann es ja mal zu Korrekturen kommen. Und solche Korrekturen, die zeigen sich sehr, sehr gerne auch mal in den untergeordneten Zeiteinheiten, dass die anfangen. Und deswegen habe ich hier mal mit Ihnen zusammen in die Stunde geblickt, weil was wir in der Stunde jetzt schon sehen, ist untergeordnet auf alle Fälle erst einmal ein laufender Abwärtstrend, der gerade, sage ich mal, die Korrektur wieder in Richtung dieses Trends nach unten gegeben hat. Ich mache das mal kurz etwas größer, dass wir sehen können. Also, das ist mal die letzte Bewegung sozusagen des Stundentrends. Jetzt haben wir hier untergeordnet diesen laufenden Abwärtstrend, der jetzt korrigiert hat und schon wieder in Richtung von diesem Trend hier nach unten läuft. Und jetzt wird es interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Nämlich, wir haben ja hier unten um die Marke von, wo haben wir es stehen, 113.510, haben wir das Korrekturtief von diesem Trend hier liegen, von dem magentafarbenen. Wird das Ganze gebrochen, dann wäre das ein Indiz dafür, dass die Bewegung auf Tagesbasis beginnt zu korrigieren. Und das wäre dann interessant, weil dann stehen natürlich andere Levels auf der Unterseite an, die wir mal als Korrekturbereich nehmen können. Das heißt, was wir hier haben, schauen wir mal einfach so auf ein paar markante Tiefste in diesem Trend. Dann haben wir hier einmal diese Marke von 113.318 hier drüben. Das war ein Tief. Dann haben wir hier, jetzt mache ich das Ganze mal etwas kleiner, so aus dem Markt, na, da komme ich gar nicht rein. Wir hatten hier dieses Ausbruchslevel auf Tagesbasis. Ich springe mal zurück. Es tut mir leid, dass ich in den Zeiteinheiten hin und her springe. Aber wenn wir nicht genug Historie sehen, muss ich das einfach machen. Das heißt, schauen wir mal hier. Bei den 113.125, das war das Ausbruchslevel hier aus diesem grünen, großen Trend, den ich eingezeichnet habe. Das sind auch Marken, die gerne auch mal einfach angetestet werden, die dann als Support dienen können, wo der Markt einfach rumdreht. All das sehen wir auch hier in der Stunde. Das heißt, der Markt Stück für Stück hier nach unten, das wäre dann ein Anlauflevel. Und wenn wir das dann noch etwas weiter nach unten schieben, das heißt, der Markt hier beispielsweise auch an dieser großen Unterstützung noch nicht Halt macht, dann haben wir aus reiner Trendsicht hier ein paar Bewegungstiefs, beziehungsweise ein paar Trendtiefs an dieser Stelle liegen, also die Korrekturtiefs, irgendwo um die Marke von 112.560 und hier unten 112.370. Das mal auf der Unterseite als erste Anlaufpunkte, wenn die Korrektur hier auf Tagesbasis tatsächlich mal zum Laufen kommt und wir etwas Kursrückgänge sehen. Wie schon gesagt, normal und gesund wäre das, ob uns der Markt den Gefallen tut. Das wissen wir nicht. Das heißt, wenn die Stunde wieder rumdreht nach oben, dann sind alle Chancen offen, dass wir erst einmal hier diesen Hochbereich wieder anlaufen
um die 114.5300. Und wenn der Markt dann dynamisch weiter nach oben steigen möchte, dann kann er das auch gerne tun. Und dann sehen wir haben auf der Oberseite schon hier aus dem Wochenbereich die nächsten Anlaufpunkte auch liegen. Also hier wirklich im US-Dollar-Japanischen Yen ein Markt, wo es nicht an Trading-Möglichkeiten mangelt. Aus diesem Grund kommt der Markt wahrscheinlich momentan öfter mal auf die Uhr, weil es einfach entspannt ist, hier zuzuschauen, was der Markt macht. Man kann sich wirklich auf die Lauer legen an bestimmten Stellen und dann einfach hier die Trades entsprechend der eigenen Strategie natürlich umsetzen. Aber den Fokus auf so einen Markt zu haben, das ist schon eine interessante Sache. Und wo wir gerade beim japanischen Markt sind, würde ich sagen, gehen wir gleich mal rüber zum Aktienmarkt nach Japan. Den hatten wir ja auch auf der Uhr gehabt, weil er wirklich sehr, sehr dynamisch in die Hochs reingelaufen ist. Ich mache da zur Erinnerung mal ganz kurz noch den Wochenchart an. Da sieht man das Ganze auch sehr, sehr, sehr deutlich. Schau mal hier, wir hatten hier diese Marke von 23.040 Punkten. Da ist der Markt wirklich drüber gegangen, hat hier untergeordnet schön den Aufwärtstrend genommen und hier mit einem wirklichen wahnsinnigen Schub über dieses Hoch hier bei 23.040 drüber. Das war so der erste Schub nach dem wahnsinnigen Kursrückgang hier auf der Unterseite. Und jetzt ist er einfach stark nach oben gelaufen und korrigiert jetzt etwas. Und das, was wir jetzt an der Korrektur sehen, ist halt das, was das Ganze im Moment so interessant macht. Weil wir haben schon ein ganzes Stückchen Korrektur auf der Unterseite gesehen. Wir haben natürlich noch etwas Korrekturpotenzial weiterhin. Ja? Also wie schon gesagt, so ein Trend kann ja korrigieren bis zum Tief, bis zu seinem letzten Korrekturtief. Da stehen wir ja hier unten. Also das ist schon ein ganzes Stückchen Korrektur. Wenn das kommt, das bietet natürlich einiges an Potenzial auf der Unterseite. Also das heißt, sollten wir nach diesen Rücksetzern, die wir hier gesehen haben, weitere Kursrücksetzer sehen, dann geht es mal unter das Tagestief hier vom Freitag bei 23.542 Punkte. Als nächstes hier in eine Marke von einem Trendverlauf der Stunde bei 23.376 Punkten an diesem Markt. Und danach kommt schon der Test hier unten von diesem Ausbruchslevel auch mit auf die Uhr, auf die Agenda. Das heißt, das kann tatsächlich passieren zur Unterseite hin. Die Volatilitäten lassen das tatsächlich auch zu, dass wir hier diese Bereiche auch mit testen. Das ist mal so die Unterseite reingeschaut. Was Sie auch sehen ist, diese Kerze, die wir hier heute haben, das ist so eine Kerze, die eher unentschlossen ist. Das heißt, wir notieren hier irgendwo in der Nähe des Eröffnungskurses. Wir sind schon ein Stück nach oben gelaufen, wollten nicht weiter hoch. Wir sind ein Stück nach unten gelaufen, wollten nicht weiter runter. Dreht der Markt hier rum und läuft nach oben, dann ist es natürlich auch nach oben hin interessant, mal zu schauen, was gibt es denn da an Marken abzuholen. Und da ist ganz klar, wenn der Markt wieder hoch dreht, dann läuft er wieder in Richtung des übergeordneten Trends und hat erst einmal die Potenziale hier, diesen Bereich aus der Stunde um die knapp 24.000 Punkte auch abzuholen hier oben, beziehungsweise dann die Tageshochs hier mit anzusteuern auf dem Weg zum Allzeithoch. Die liegen hier um die 24.283, 24.349 sowie 24.443, bevor wir hier oben anfangen. Das sind mal die Dinge, die wir hier sehen. Da hilft auch ein bisschen wieder der Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten. Und hier sehen wir sehr, sehr schön den Trendverlauf in der Stunde, was die Korrektur gewesen ist, weil da hatten wir auch so eine ganz, ganz lange Kerze, wo man einfach gar nicht sieht, was los ist. Und in dieser langen Kerze, schauen Sie, da hat man auch die Schwünge im Stundenchart gesehen. Also all das sind Marken, die hier interessant sind. Und da ist es halt jetzt wichtig, wenn wir eine Umkehr sehen, dass wir zumindest erstmal an dieser Stelle hier einen Aufwärtstrend bekommen. Weil das, was wir jetzt sehen, ist einfach nur wieder Bewegung in diese übergeordnete Richtung hier. Und eine Umkehr würde dann hier sozusagen so ausschauen, dass der Markt hier nach unten läuft und dann wieder rumdreht. Das wäre mal das erste Zeichen, dass wir einen Aufwärtstrend haben. Und wenn dieser Aufwärtstrend dann diesen Schub hier nach oben rausnimmt, das heißt das Tageshoch vom Freitag bei 23.930 Punkten, das wäre dann das Zeichen dafür, dass wir hochlaufen könnten. Nächster Widerstand wäre dann, wie schon gesagt, die Marke um die 24.000 Punkte und dann hier gibt es die Märkte, die Schwünge auch nach oben, das habe ich aus dem Tag rausgesucht, deswegen stehen die Marken jetzt hier so ein bisschen im Raum, ohne jetzt an genaue Punkte angelehnt zu sein. Also das, wie schon gesagt, wirklich mal aus der Stunde heraus, wenn wir uns den Tag hier an dieser Stelle auch einfach einmal anschauen. Der Nikkei bietet einfach aktuell auch sehr, sehr interessante Ansätze, genauso wie die entsprechende Währung US-Dollar, japanischer Yen. Und wo wir die Währung jetzt fertig haben, schauen wir mal auf einen Rohstoff, und zwar das Öl, immer wieder in aller Munde. Alle brauchen wir es, alle wollen wir es auch zum Trading mit benutzen, und deswegen schauen wir jetzt auch mal drauf. Wir haben ja letzte Woche im Öl einen sehr, sehr, sehr starken Schub nach oben gesehen, und jetzt sehen wir halt eine irre Bewegung oder Korrektur nach unten. Also es ist einfach wahnsinnige Bewegung aktuell hier in diesem Markt. Diese großen Kerzen, schauen Sie sich das an, wie das hochläuft. Jetzt haben wir genau dieselbe Dynamik
Dynamik, die wir gerade auf der Oberseite hatten, nach diesem Ausbruch aus diesem Korrekturmuster, diese Dynamik, diese starke Dynamik sehen wir momentan auch auf der Unterseite, wo wir sozusagen auch wieder schön die Trendverläufe der Stunde nutzen können, um bestimmte Marken zu identifizieren. Das heißt hier, dieser Aufwärtstrend, der ist ja weiterhin intakt, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion, also rein technisch gesehen sind wir hier, ich habe Ihnen das mal eingezeichnet, in einem laufenden Aufwärtstrend auf Tagesbasis hier sozusagen das Grüne, der kann korrigieren ohne Probleme bis hier runter bis zur 71,75, rein technisch gesehen, ja, erst dann würde dieser Trend hier brechen, ob er es macht, das weiß kein Mensch, deswegen müssen wir es einfach auf der Uhr mit haben. Aber der Blick in die Stunde hilft hier immens, weil die Stunde zeigt uns einfach an, was hier wichtige Marken sind. Und deswegen schwenken wir mal rüber in die Stunde hinein. Ich mache mal etwas mehr Historie in den Chart hinein. Und da sehen wir hier schon ganz klar, was hier ist. Der Aufwärtstrend in der Stunde ist definitiv gebrochen. Hier hat man das letzte Korrekturtief. Hier hat man das Trend hoch, jetzt hat sich hier der Abwärtstrend gebildet und dieser Abwärtstrend hat das Ganze nach oben rausgenommen. Und jetzt sind wir hier in der Situation, dass wir hier in diesem ganz leichten Support hier, das war so ein Ausbruchslevel im Aufwärtstrend, dass wir dort momentan uns bewegen und ein Schub weiter nach unten würde das Ganze fortsetzen. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist einfach, wir sind in der laufenden Bewegung drin, die bildet hier gerade so ein kleines bisschen Boden. Jetzt wird sich zeigen, ob wir noch etwas tiefer korrigieren oder ob wir direkt weiter runtergehen. Anlaufpunkte auf der Unterseite wäre dann mal hier dieses Trendtief hier, Korrekturtief an dieser Stelle bei 73,18 und dann geht es schon wieder, wenn das nicht hält, hier auf die Untermarke, das hier unten haben wir es bei dem Markt von, jetzt muss ich das mal runterholen, hier unten haben wir die nächsten Anlaufpunkte, wir sehen es hier, leichte Marken und dann hier die Unterstützung aus dem Tageschart bei 71,75. Also Sie sehen, nach unten hin ist noch einiges an Potenzial da zu holen. Von der Seite her, der Markt ist hier an einem interessanten Drehpunkt, dreht er wieder nach oben hin, dann ganz klar hier, wir sehen es, die 75,42 und die 76,68 stehen vor der 77,10 auf dem Weg nach oben auch noch da. Das heißt, wenn der Markt sich hier wieder fängt und wieder nach oben rumdreht, dann haben wir die Potenziale auch auf der Oberseite, die wir wirklich sehr, sehr schön aus diesem Markt, aus diesem Chart herausnehmen können, wo wir dann sozusagen die Oberseite anlaufen können, wenn der Markt hier schön wieder mit nach oben den Bewegungsschub auch annimmt. Und dabei kann uns hier die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Zeiteinheiten auf alle Fälle mal noch mithelfen. Also das zu den Ideen hier heute im Markt Nikkei WTI US-Dollar japanische Yen. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere für Ihren eigenen Trading-Stil oder für Ihre eigenen Trades auch mitnehmen. Ich schaue gleich mal noch nach den Ton, dass der jetzt die nächsten Tage wieder lauter wird. Und dann gehen wir morgen wieder in das Webinar hinein. So aller spätestens um 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag. Und danach um 8.30 Uhr sehen wir uns hier an gleicher Stelle wieder. Also von meiner Seite her einen sehr, sehr guten, schönen Start in die Woche. Erfolgreiches Trading. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.